So, jetzt haben wir auch eine leere Flasche. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, die leere Flasche mit Wasser zu füllen. Ich mich irgendwo daran erinnere, dass wir irgendwo vielleicht Wasser brauchten. Bilde ich mir jetzt gerade so ein. Keine Ahnung, ob es stimmt. Ach, das nervt. Was geht da hin? Und, wie viel wiegen wir? Ja. Ich hatte vor einigen Parts schon mal erwähnt, dass Budelga verdammt dünn ist. Und das wurde nun hiermit, denke ich, bestätigt. Ist doch schon Untergewicht, oder? 45? Gut, sie ist eine Frau, aber trotzdem. Klingt nicht so gesund, finde ich. Gewehrmuni wollen wir auch gar nicht. Wir lassen es einfach liegen. Aha, das ist der beschriebene Kamin. Ja. Oha. Wir gehen gleich darunter. Ich möchte mir das Dokument da noch anschauen. Patricks Memo. Nehmen wir mit. Und lesen wir auch gleich, denn hier haben wir keine Dudelmusik, die uns den Verstand raubt. Eine von Patrick geschriebene Notiz, in der er wochenlang sein Gewicht notierte. Demnach hat Patrick ungefähr 70 Kilogramm gewogen. Super! Was für eine Erkenntnis. Ja gut, die könnte wichtig sein. Vielleicht passiert was, wenn ich mit der Waage ein 70 Kilo zusammenbekomme. Ja, ich finde, der Schrank da, der steht da komisch, als wäre da hinten noch was, ne? Aber wie machen wir Kudelga jetzt schwerer? Am Inventar kann es nicht liegen, denn sonst wären wir sicher im dreistelligen Bereich. Da müssten wir schon was anderes noch finden. Gehen wir erstmal runter. So, die kennen wir. Der hinten mag keine Magie. Deswegen kümmern sich die Jungs um ihn. Und Kudelga kümmert sich um den. Nein, wir erreichen ihn nicht. Daneben den. Ja, obwohl es nur ein stinknormaler Dolch ist, ist der Schaden doch ganz gut, der da getan wird. Ja, es muss nicht immer die große Knarre sein oder so. So. Das geht so schnell mit den Levels. Das ist faszinierend. Och, meine Güte. Nein. Ich will gar kein Breitschwert mehr. Boah, was soll ich denn jetzt wegwerfen, Mann? Keule. Weg mit. Ist da was? Ist da was? Da ist was. Römische Nüsse? Nein, eine Heilmittel. Ja, das ist wichtig. Irgendwann mal. Da ist noch eine Waage.
mit einem Gegengewicht gefunden. Mhm. Kannst du das Gleichgewicht der Waage ändern? Ungefähr 70 stand in Patricks Memo. Vielleicht solltest du die Waage auf dieses Gewicht einstellen. Ja. Mathematik. Ich denke mal, wir müssen 25 eingeben, ne? Weil 25 plus 45 sind dann 70. Wenn ich es richtig verstanden habe. Sie möchte es auch nicht ändern. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, ne? Ach, dann geht das hier schon auf, okay. Doppelte Tür. Okay. Da noch was? Oder ist das jetzt was anderes da? Ich check's lieber. Okay, gut. Warum auch immer. So, was gibt's denn hier? Eine Zunderbüchse. Oha. Ja, nehmen wir mit. Ich glaube, ich misste jetzt aus. Wisst ihr, es reicht. So. Den Revolver, den werden wir doch nie benutzen. Weg mit. Mystik-Sachen benutzen wir nicht. Wir haben eine Feuerpartisane, also brauchen wir keine normale. Gewehr, kurzes Gewehr. Heben wir mal auf. Die Flinte auch. Galahad Schwert klingt wichtig. Normales Langschwert klingt langweilig. Klingt gut. Klingt ganz gut. Haben wir zweimal. Mystik kommt weg. Breitschwert. Eins reicht. Die Pistole heben wir auch auf. Ja, okay, das war's bei den Waffen. Die Luftkutte, habe ich die überhaupt schon gecheckt, ob die vielleicht besser ist? Da kann der Feuergoldring weg. Den Rest hebe ich mal auf. Jetzt ganz kurz die Kutte mal checken. Nee, die reizt mal überhaupt nicht. Bei den anderen wird es dann ähnlich aussehen. Also die noch weg. Und jetzt haben wir hoffentlich mal ein bisschen Ruhe. Wenn es das nächste Mal voll ist, misst ich dann die Objekte aus. Mir ist im Übrigen ein weiteres Spiel eingefallen, das ich auf jeden Fall Let's Playen möchte. Aber erst später, weil wie gesagt, das nächste Projekt wird ja wahrscheinlich ein Resident Evil Teil sein. Und zwar würde ich gerne Haunting Ground Let's Playen. Das werden viele bestimmt nicht kennen. Ein Grund mehr ist dann zu zocken, denn man sollte es kennen. Ist von Capcom. Und spielt sich, ich möchte sagen, wie ein echtes Horror-Survival. Denn da ist nichts mit Knarre ziehen und Zombies schnetzeln. Da geht es eher um das Hide-and-Run-Prinzip, was mir sehr gut gefallen hat. Hinzu kommt eine super tolle Geschichte, die es einfach wert ist, sie kennenzulernen. Und sie ist auch sehr düster angehaucht, hier so ähnlich wie Kudelka, nur halt ohne Rollenspielanteil. Das werde ich auf jeden Fall irgendwann Let's Playen. Ich habe einige Spiele so im Kopf. Was ich halt auch sehr gerne spiele, sind halt die richtigen epischen Rollenspiele, aber da huckt man ja ewig dran.
Wisst ihr, wenn, selbst wenn es jede Folge, jeden Tag eine Folge gibt, wäre das ja trotzdem ein Mammutprojekt. Gerade so die Final Fantasy Teile auf der PlayStation 1, auf die hätte ich mal wieder voll Bock. Aber ist erstmal weit nach hinten geschoben, weil, wie gesagt, dauert immer so lange. Du musst einen Weg finden, Elaines Körper zu vernichten. Vielleicht findest du etwas im Innern. Im Innern? In welchem Innern jetzt? Hä? Im Innern? Ich bin verwirrt. Was für ein Innern? Wo soll ich jetzt hin? Ach. Wir gehen mal zu dem... Nee, macht eigentlich auch keinen Sinn. Ach, geh runter, Mädchen. Gehen wir nochmal hoch. Vielleicht müssen wir uns da oben nochmal draufstellen. Ja, die Muni lasse ich bewusst liegen, keine Sorge. Nee, da tut sich nichts mehr. Jetzt bin ich aber verwirrt. Im Innern? Soll ich jetzt wirklich zurück oder habe ich unten was verpeilt? Ich bin jetzt gerade etwas... Was sollte ich denn, wenn ich zurückgehe? Wo sollte ich denn hin? Oh je, wir hängen. Ich gehe noch mal runter. Ich habe sonst keinen Anhaltspunkt. Oder habe ich einen? Im Innern. Was können die damit meinen? Überlegen. Wir haben ja auch eine leere Flasche bekommen.